Hallo. Ah, wen haben wir denn hier? Mich? Jemanden mit aufgeschlossenen Herzen, in dem viele Fragen brennen. Du möchtest dich als Abenteurer registrieren lassen, habe ich recht? Na, die ist gut. Erst einmal herzlich willkommen, Gridania. Ich bin Mion und das Hexenstübchen ist mein Reich. Denk nicht, das hier sei eine gewöhnliche Gaststätte. Du befindest dich in der Abenteurergilde, der ersten Anlaufstelle für jeden, der auf kleinere und größere Heldendaten aus ist. Was auch immer dich nach Gridania geführt hat, ich kann dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Umgekehrt erwarte ich von dir, dass du dich in Gridania nützlich machst und der notleidenden Bevölkerung unter der Arme greifst. Auf den ersten Blick erscheint Gridania ruhig und friedlich, aber der Eindruck täuscht gewaltig. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Im Wald der Einkehr, der uns einst vor allem übel schützte, treiben bestialische Ixal und hinterhältige Räuberbanden ihr Unwesen. Im Nordosten lauern die Truppen des Galliischen Kaiserreichs und die Wunden der Katastrophe sind noch lange nicht verheilt. Damit meine ich die Verwüstung vor 5 Jahren, als der verruchte Drache aus dem künstlichen Mond Dalamut hervorbrach und sein Feuer auf Eorzea herabregnen ließ. Das war ein Inferno, sage ich dir. Trotzdem sind unsere Erinnerungen an dieses schicksalhafte Ereignis merkwürdig verschwommen, als würde es eine Ewigkeit zurückliegen. Obwohl wir alle hautnah betroffen waren, kann niemand den Ablauf genau rekonstruieren. Woran es liegt, kann ich nur vermuten, aber womöglich ist das eine Art Trauma. In einem Punkt sind wir uns jedoch alle Augenzeugen einig. Eorzea wurde damals von einigen mutigen Abenteurern gerettet, ohne deren Opfermut niemand überlebt hätte. Ihnen gebührt unser ewiger Dank, auch dieses Lesen. Doch wenn wir ihren Namen in unseren Gebeten einschließen wollen, bleiben unsere Lippen stumm. Wenn wir uns ihre Gesichter ins Gedächtnis rufen wollen, sehen wir nur dunkle Silhouetten, die von grellem Licht umgeben sind. Aufgrund dieses Phänomens nennen wir diese Abenteurer einfach nur die Krieger des Lichts. Ach, wie einfallsreich. Von dir, mein Lieber, erwartet niemand, dass du gleich den Kriegern des Lichts den Rang abläufst, aber auch du kannst Dania viel Gutes bewirken. Jede Hilfe ist willkommen, also kann ich auf dich zählen? Da müssen wir ja nur noch die Registrierung erledigen. Hier ist eine Feder, damit kannst du deinen Namen eintragen. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du leserlich schreiben würdest und keine fremdartigen Zeichen bitte. Na, danke. Also ist ehrlich. Aber wirklich sehr, sehr viel bla bla, viel Story. Forscher LP, der Name gefällt mir. So. Damit bist du nur ein Mitglied der Abenteurergilde von Gridania. Sieh dich um und fühl dich wie zu Hause. Ich bin sicher, du wirst hier sinnvolle und erfüllende Taten vollbringen. Darauf hat Gridania gewartet. Noch so ein elender Glücksritter. Fang nicht schon wieder damit an. Gridania ist auf die Abenteurer angewiesen. Die älteste Saatseherin selbst hat uns doch darauf verpflichtet, sie willkommen zu heißen. Willst du dich hier widersetzen? Natürlich nicht. Meine Pflicht ist es, die Ordnung in dieser Stadt aufrechtzuerhalten. Und genau die Gefährden des Fremden, wenn du dich an die jüngsten Ereignisse erinnerst. Ich bin echt so kaputt von den Gelesen. Ich will doch nur spielen. Und du da, merk es dir gut. Wenn du Ärger machst, schmeiße ich dich eigenhändig raus und zwar in hohem Bogen. Ja, geh mal lieber wieder weg. Mach dir nichts draus. Du musst wissen, kürzlich wurden verdächtige Gestalten im Wald der Einkehr gesichtet. Deswegen ist das Klageregiment etwas empfindlich, um es gelinde auszudrücken. Viele denken hier etwas engstirnig und misstrauen allen Fremden, du weißt schon. Aber gib den Leuten etwas Zeit, dann werden sie schon Vertrauen zu dir fassen.
Eieieiei. Bis dahin heiße ich dich in ihrem Namen willkommen. Möge die Grenadier Gredania zur zweiten Heimat werden. Ich werde jetzt schon sagen, in Zukunft werde ich nicht alles durchlesen. Nein, nein, nein. Wenn du willst, sage ich dir gerne, was es in unserer Stadt alles zu sehen gibt. Also ich werde viel Hauptstory lesen, aber so die ganzen Nebenquests und so... Nein, 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 nein. Ist ein bisschen Matsch. Dann mal lieber nachlesen, wenn was los ist. Natürlich werde ich abschließen, ich werde die doch nicht ablehnen. Aber hier ist schön blöd. Damit ist die Einführung ins Spiel beendet. Du hast deine ersten Schritte als Abenteurer in Gredania unternommen. Die Welt von Eorzea liegt vor dir. Lass dich von Mione in die unglaublichen Abenteuer einführen, die dich erwarten. Jetzt müssen wir hier nochmal den Hinweis lesen. Bedeutsame Aufträge, die die Geschichte von Eorzea von seinen Bewohnern erzählen, werden als wichtige Aufträge bezeichnet. Diese Aufgaben sind durch ein besonderes Icon hervorgehoben. Quasi dieses Tribal und das Ausrufezeichen herum oder dieses Flammenzeug. Wir nehmen die einfach mal jetzt an. Mione, die Besitzerin des gleichnamigen Hexenstübchens, möchte dir die Grundlagen des Abenteurer-Daseins in Gredania vermitteln. Nein, nicht lesen. Ah, gut. Als offizielles Mitglied der Abenteurergilde solltest du dich auf jeden Fall in Gredania auskennen. Deshalb stelle ich dir drei Aufgaben, die dich zu den wichtigsten Einrichtungen führen werden. Okay. Deine erste Aufgabe ist ein Besuch beim Aetheriten. Dieser massive Kristall steht in Neugredania nördlich von hier. Du kannst ihn gar nicht verfehlen. Der Aetherit ermöglicht dir einen unmittelbaren Transport und ist somit eine unverzichtbare Hilfe im Leben eines Abenteurers. Wenn du den Kristall ausfindig gemacht hast, musst du lediglich dessen Oberfläche berühren. Ein Mitglied des Klageregiments ist vor Ort, um dir weitere Anweisungen zu geben. Deine zweite Aufgabe ist der Besuch bei der Gilde der Waldläufer. Es gibt keinen besseren Ort, um die Kunst des Bogenschießens zu erlernen. Sprich mit Artelina, sie wird dir die Vorzüge eines Gildenbeitritts erklären. Deine dritte und letzte Aufgabe ist ein Besuch der Märkte im Herzen von Alt-Gredanias Handelsbezirk. Dort findest du Waffen, Rüstung sowie zahlreiche Gegenstände, die ein Abenteurer auf seinen Reisen benötigt. Es gibt auf den Märkten jedoch mehr zu tun, als Waren zu kaufen und zu verkaufen. Sprich mit Parsemontre und befolge seinen Rat. Es ist allerdings zuweilen ein etwas grantiger Geselle. Biete ihm daher am besten einer meiner hausgemachten Aalpasteten an. Wie so viele Männer ist er deutlich umgänglicher, wenn der Magen gefüllt ist. So. Hier, nimm dir eine Pastete. Du hast deine Aufgabe erhalten, Forscher. Möge Nofika dich auf deinem Weg leiten. Eine Sache noch. Wenn du unterwegs auf Einwohner der Stadt triffst, die deine Hilfe benötigen, zögere nicht, ihnen zur Hand zu gehen. Ich bin mir sicher, sie wären hoch erfreut, einen Abenteurer zu treffen, dem ihre Nöte anvertrauen können. Anfangs wird dir niemand weltbewegende Belange anvertrauen, doch mit jeder guten Tat wird dein Ruf wachsen und mit der Zeit wirst du wichtigere Aufträge übernehmen können. Eieiei. So, auf geht's. Spielen. Oh, da rattert einer schön Spam durch den Chat gerade unten. Gold Mall. Es gibt schon Goldverkäufe hier. In jedem mistigen MMO, diese Spammer. Achso, wir sind jetzt auch nicht mehr alleine hier. Ist ein bisschen gefüllt. Also, wir gucken erstmal, was das hier als Tipp gibt. Das Hauptmenü gewährt hier einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des Spiels. Wenn du Charakter auswählst, öffnet sich ein Fenster mit den Attributen und der Ausrüstung deines Charakters. Über Archiv gelangst du zu einer Liste mit Aufträgen und Freibriefen. Nächste Seite. Falls du die zahlreichen Einstellungen des Spiels einschließlich Tastenbelegung, Layouts und Konfiguration anpassen möchtest, kannst du das über das Systemmenü auf diese Optionen zugreifen. Um Tutorial-Texte nochmal zu lesen, wähle im Systemmenü Hilfe aus. Das brauche ich nicht, das mache ich nicht. Nicht freiwillig.
Dein Spielfortschritt wird automatisch gespeichert, daher gibt es keine Funktionen zum Speichern oder Laden. Um jedoch einen Datenverlust oder eine Beschädigung der Daten vorzubeugen, solltest du jede Spielsitzung mit der Auswahl von Ausloggen oder Spielbeenden abschließen. Klar. So, Navigation mit Hilfe der Karte. Wenn du Karte im Hauptmenü auswählst, öffnet sich die Karte. Wenn du gerade in der Nähe von Zielobjekten deiner Aufträge bist, werden dort Icons angezeigt. Haben wir jetzt natürlich noch kein Beispiel. Wenn du in einer Aufgabenliste eine Aufgabe auswählst, siehst du sofort, an den du dich dafür begeben musst. Achso, sofort den Ort, an den du dich begeben musst. So, dann gucken wir mal ins Hauptmenü. Was haben wir denn hier so? Initiative. Stell das hier bloß anders hin. Kommandoliste. Da haben wir so die Kommandos, die kann ich wahrscheinlich irgendwie zuweisen. Dann unten meinen Skill-Slots. Charakter. So, wir haben jetzt einen Stufe 1 Waldläufer. Stärke, Geschick, Frömmigkeit war das letzte. Ah ja, natürlich. So, was haben wir noch? So, wir haben nämlich auch zwei unterschiedliche Inventarmöglichkeiten. Zum einen haben wir das Arsenal. Oder haben wir sogar den Ring? Das ist bestimmt den, den wir am Anfang gekriegt haben. So, gucken wir mal rein hier. Das Ausrüstungssystem im Final Fantasy XIV erlaubt es dir, deine Klasse oder deinen Job zu wechseln, indem du die Waffe oder das Werkzeug in deiner Haupthand änderst. Daher empfiehlt es sich, immer mehrere Ausrüstungssets parat zu haben. Wie kann ich da runter scrollen, frage ich mich gerade. Ah, okay. Da all diese Ausrüstungsgegenstände enorm viel Platz im Inventar einnehmen würden, verfügt jeder Abenteurer über ein Arsenal. Alle Ausrüstungsgegenstände, die du kaufst oder findest, werden automatisch im Arsenal abgelegt, wodurch du im Inventar mehr Platz hast, um Tränke, Synthesematerial und Nahrungsmittel zu verstauen. Ausrüstungsgegenstände in deinem Arsenal sind kategorisiert und nach Arten sortiert. Du kannst sie direkt aus dem Arsenalfenster heraus anlegen oder wegwerfen. Das Arsenal, ja klar, das ist im Hauptmenü. Da sind wir auch gerade schon drin. Also quasi ist Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsgüter getrennt. Also alles, was wir an Waffenrüstung finden, wird automatisch in ein Arsenal gepackt. Das schleppen wir quasi auch nicht immer mit uns rum. Das ist ein virtuelles System hinter uns. Das können wir von überall aus nutzen. Mitstreiter haben wir keine Errungenschaften. Was haben wir hier? Spieleninhalte. Empfehlung, Schlüsselgegenstand, Archiv. Das sind ja unsere Quests. Haben wir nur jetzt eine am Laufen, tatsächlich. Was haben wir noch so? Timer? Was soll das? Kein Timer aktiviert. Ja, das dachte ich mir schon. Notizbücher im Bestarium. Das ist unsere Monsterbibliothek. Handwerker Notizbuch. Das wird uns wahrscheinlich alles noch erklärt. Teleport, was ist? Aha, kann ich ausgeführt werden. Soziales, hier können wir zum Beispiel Emotes machen. Eine Gruppe erstellen und halt so Freunde einladen, Spieler blocken. Was haben wir zum Beispiel beim Layout? Wir haben jetzt ausgewählt Kreuzkommando-Menü. Was passiert, wenn ich jetzt hier wechsle? Gar nichts. Achso, wir können jetzt... Aha. Wir können Sachen auswählen und die dann verschieben. Aber ich lasse es jetzt einfach mal alles beim Standard. So, und dann sprinten wir mal wohin? Ich gehe mal erstmal hier hoch. Hier gibt es nämlich noch eine Quest abzustauben, wie wir wie wir eben sehen auf der Karte. Ach, hier ist auch der Kristall, wovon sie bestimmt sprach. Gehen wir den mal aktivieren. Ätherit, der ist ja auch hier als Quest-Item oder irgendwie so angezeigt. Harmonisieren, oha. Und mit dem können wir dann irgendwie teleporten. Ich weiß nicht genau, wie und wohin uns das dann führt. Ah, okay, das erfahren wir jetzt wohl. Hallo, Abenteurer, du scheinst zu beherzigen, was Mione dir aufgetragen hat. Natürlich. Ich bin Nichia vom Galage-Regiment. Soll ich dir zeigen, wie du den Ätheriten benutzt? Dieser Kristall ist ein Ätherit. In ihm fließt ätherische Energie, die wiederum mit dem
Ätherfluss Eorzeas verbunden ist. Mithilfe des Ätheriten kannst du sozusagen in den Ätherfluss eintauchen und augenblicklich an weit entfernte Orte gelangen. Warum sagen die nicht einfach teleportieren zu anderen Steinen? Auch die Magie des Teleports und der Rückruf, nee, der Rückführung, die du auf deinen Erkundungen sicher häufig einsetzen wirst, beruht auf der Energie der Ätheriten. Es gibt sie so gut wie überall in Eorzea. Und wenn du außerhalb der schützenden Stadtmauern durch die Wildnis streifst, wirst du ihre Existenz schnell zu schätzen lernen. Du solltest dich auf Reisen allerorts zuerst nach Ätheriten umsehen und diese berühren. Durch eine längere Berührung harmonisiert sich die Energie deines Körpers mit den Ätheriten. Du kannst dich nur zu Ätheriten teleportieren, die du zuvor berührt hast. Aber du brauchst nichts zu überstürzen. Besuch erstmal die Ätheriten in der Umgebung von Gridania, einen nach dem anderen. Das wird dir dein Abenteuerleben erleichtern. Falls du mehr Ätheriten oder Ätherreisen erfahren möchtest, bin ich gerne bereit, deine Fragen zu beantworten. Keine Fragen. Rückführung erlernt. Haben wir ja auch gerade schon im Optionsmenü gesehen. Du kannst deine Energie mit der Ätheriten harmonisiert und kannst nun mit bla bla. Achso, das ist ein richtiger Rückruf quasi. Wir können uns dann zu den teleportieren.